Hallo zusammen, hier ist wieder Heutela und heute bin ich wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es um ein kleines Secret Mount, das jetzt endlich gelüftet worden ist. Und ich will euch mal zeigen, wie das Ganze funktioniert. Und als erstes schauen wir uns aber an, um was es für ein Mount sich dreht. Und zwar hier die Schleimschlange. Und bei der Schleimschlange haben wir nur gewusst, dass das Ganze hier im Seuchensturz, also in der Instanz hier in Maldraxxus gibt und Beute Schleimschlange. Ihr seht hinter mir, habe ich die Schleimschlange am Start. Ich befinde mich hier auch in der Instanz Seuchensturz. Die ist einmal hier in Maldraxxus auf den Koordinaten 59, 64. Wie ihr jetzt zu dem Mount kommt, will ich euch kurz erklären. Wir laufen einmal in die Instanz rein und müssen da alleine rein. Also ihr müsst wirklich alleine in die Instanz und müsst die einmal einstellen auf Minimum HC. Ihr könnt die im HC oder mythisch machen. Hier sei gesagt, ihr könnt das Ganze nur machen, wenn euer Char quasi stark genug ist. Ich würde empfehlen 210 Item Level aufwärts, vielleicht geht es auch drunter. Ich habe das jetzt eben gemacht mit einem 223er Druid Tank. Was müsst ihr machen? Ihr müsst einmal durchlaufen bis zum dritten Boss, diesen alleine umhauen und den Endboss. Den Rest der Instanz müsst ihr nicht machen. Ich als Druid habe den Vorteil, ich konnte jetzt hier durchstealthen. Der hat Unsichtbarkeitsentdeckung. Da bin ich einfach weitergelaufen. Habe dann hier eine Shadow Melt gedrückt. Bin quasi hier weiter durchgestealtht. Weiter durchgestealtht. Hier bei den Tentakeln habe ich vorher ein Schild-Item gezogen. Und zwar dieses hier. Das kann ich euch mal zeigen. Da kriege ich 9 Sekunden ein Schild drauf. Habe wieder Unsichtbarkeit gezogen. Bin quasi hier durchgelaufen, ne, durch den Schleim. Normalerweise holt der Schleim dich halt aus der Unsichtbarkeit raus. Bin hier durchgelaufen, komplett hier hinter, hab diese beiden Trashpacks gemacht, hab den Boss umgeboxt und dann habe ich den Boss unten umgeboxt. Das geht als Tank alles solo. Hat es lange gedauert? Ja. Also wenn ich alleine als Tank die Bosse umhaue, ich mache vielleicht 2k Boss-DPS, vielleicht einen Ticken mehr, je nachdem, was ich ziehe. Also das dauert ein bisschen. Als Druid-Tank funktioniert es. Wird das mit anderen Klassen auch funktionieren? Mit DD-Klassen wahrscheinlich schon. Je nachdem, was ihr für eine DD-Klasse habt, müsst ihr halt den Trash umhauen. Ihr müsst diese Bosse nicht machen, die könnt ihr alle umgehen. Also wenn ihr hier hinten im Schleim entlangläuft, könnt ihr allen Trash umgehen. Also wenn ihr nicht stealthen könnt, müsst ihr wahrscheinlich hier ein bisschen Trash machen. Ihn hier, dann könnt ihr wieder durch den Schleim laufen. Hier den Seuchenrock müsst ihr machen, hier zwei Mobs und dann müsst ihr halt den Tentakel machen. Macht nicht den Fehler, dass ihr die Tentakel versucht einfach weiterzulaufen, die hitten euch kaputt. Ja? Also die müsst ihr machen, dementsprechend ein bisschen Gear braucht ihr, dass ihr es schafft. Ich vermute, am leichtesten ist es als Tank. Ne? Wie gesagt, ihr müsst dann durch im HC-Minimum oder im Mythic geht's auch. Sobald ihr dann hier hinten bei dem Boss seid, solltet ihr den Trash hier, die beiden Mobwellen wegmachen, denn ihr müsst hier die Viecher immer rausholen, vor allem wenn ihr alleine seid, braucht ihr relativ lang, die auszulassen, würde ich euch nicht empfehlen. Der Boss kann eigentlich gar nichts und unten bei dem anderen Boss habe ich jetzt gemerkt, das Tank, man sollte die Ads, die spawnen, vielleicht ein bisschen fokussen, wenn man da nämlich nicht in dem Kreis drin steht und dann auf einmal, wie es ich hatte, 3 Ads hat und die alle durchcasten, dann haut es schon relativ viel Schaden raus, selbst als Tank kriegt man dann relativ auf den Latz. Und sobald ihr den Boss hier, also den dritten und den Endboss gekillt habt, ohne dass noch wer anders in der Instanz ist, dann spawnt hier einfach eine sonderbare Schleimschlange und die können wir jetzt anklicken und dann müsste ich eigentlich meinen Mount kriegen, vermute ich mal. So, dala. Die klicken wir an. Und tada, dann haben wir das Mount und, achso, wir haben es auch direkt gelernt, ne? Und die Schleimschlange ist jetzt weg, also ich habe mir gerade schon überlegt, kann ich vielleicht jetzt jemanden einladen, der sich auch noch das Mount holen kann, aber nein, es scheint leider nicht zu funktionieren. Man hat es auch nicht im Inventar, sondern man lernt es direkt und wir können es uns jetzt mal angucken. So sieht das Viech aus. Also wir kennen ja das Model aus BFA schon. Das hat man unter anderem, glaube ich, für ein Rated Achievement bekommen. Und dann gab es das aus dem Postkasten in den Visions und fürs Vision Meta Achievement und so. Gab es verschiedene Models von dem Mount, die meiner Meinung nach cooler aussahen. Die Model, also die Version aus, hier aus BFA. Aber das ist auf jeden Fall auch ein schickes Wurm-Mount und passt auf jeden Fall hier zum Seuchensturz dazu. Im Endeffekt ist es nicht viel Aufwand, ihr braucht halt ein bisschen Gear. Wenn ihr es jetzt mit eurem Char noch nicht schafft, würde ich euch empfehlen, einfach auf 9.1 zu warten und dann hier im HC reinzugehen, dann dürfte es auf jeden Fall kein Problem sein. Gut, damit verabschiede ich mich jetzt an der Stelle und ja, ich wünsche euch viel Erfolg beim Nachspielen und wir sehen uns dann im nächsten Mount Guide Video wieder. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.